mit dem zweiten Teil des Videos über das Comments-Plugin von Facebook. Und wir haben das erste Video beendet damit, dass wir uns den Code, den Facebook uns generiert hat, erstmal in eine Textdatei eingefügt haben. Und jeder wird jetzt fragen, warum? Ich hätte doch den Code auch einfach kopieren können und jetzt gleich auf meine Website einfügen. Aber leider geht es nicht so einfach. Also Chris Farrell hat das sehr schön erklärt. Er hat das nämlich auch probiert, hat das eingefügt und hat sich gewundert, warum es nicht funktioniert. Und daher ist nämlich ein zweiter Schritt notwendig. Alleine mit diesem Code kommen wir nicht weiter. Leider ist es so. Macht aber nichts. Ich zeige euch jetzt den zweiten Schritt und dann funktioniert das Ganze auch. Ich gehe jetzt erstmal hier aus dieser Textdatei raus und den Code habe ich ja schon kopiert. Und jetzt ist Folgendes. Jetzt gibt es hier eine Nachricht JavaScript SDK. Was immer das heißt, diesem Link müssen wir folgen, um den zweiten Teil des Codes zu bekommen, ohne den das Ganze nicht funktioniert. Keine Ahnung, warum das so kompliziert ist. Ist leider so, aber ich erkläre es ja jetzt und dann geht es ganz einfach. Also diesen Link klicken. Und man bekommt jetzt diese Seite angezeigt, JavaScript SDK. Keine Ahnung, was es heißt, ist auch überhaupt nicht wichtig. Man muss nur wissen, was man jetzt hier kopieren muss. Und es gibt zwei Fenster, einmal dieses und einmal dieses. Und wir brauchen das zweite. Wir brauchen also dieses Stückchen Code noch, um das Ganze vollständig zu machen. Okay, ich markiere das Ganze. Rechte Maustaste kopieren und auch erstmal wieder in meine Textdatei. So, dann muss ich jetzt erstmal eine neue Zeile machen und einfügen. Und jetzt muss ich hier noch ein wenig Hand anlegen. Und zwar gibt es hier in diesem Code Your App ID. Dieses Stückchen Text muss ich mit meiner ID, die ich hier oben mir gespeichert habe, deshalb auch alles in dieser Textdatei, ersetzen. Und zwar genau zwischen diese Anführungszeichen. Also kopieren, das ist ja jetzt das schon Standard. Und genau hier einfügen zwischen diese beiden Anführungsstriche. Jetzt habe ich den Code komplett. Und was ich jetzt noch machen muss, ist das Ganze entweder auf der Website, auf dem Blog, unter einem Artikel, auf einer Seite, wo auch immer ich die Kommentare haben möchte, genau dort kann ich das einfügen. Und ich stoppe das Video jetzt mal kurz, richte das bei mir ein, damit ich das auch direkt an einer Seite von mir zeigen kann. Okay, bis gleich. So, da bin ich wieder und jetzt tun wir Folgendes. Jetzt wird dieser komplette Code, also auch der, den wir hier oben eingefügt haben, nicht das, das war nur zur Erinnerung, das komplett markieren, kopieren und dann auf der Seite einfügen, auf die wir das haben wollen. Und ich habe das jetzt mal, ich habe jetzt hier einen Artikel rausgesucht, den ich schon letztes Jahr veröffentlicht habe. Das macht aber nichts. An diesem Artikel testen wir das jetzt einfach mal. Und um das in WordPress zu machen, muss ich dafür in die HTML-Ansicht gehen. Und dann scroll ich hier bis ganz nach unten und hier drunter füge ich jetzt dieses Skript ein. Das kann ich mit STRG V machen und dann ist dieses Skript eingefügt und jetzt aktualisiere ich diesen Artikel und schaue ihn mir dann an und dann bin ich gespannt, ob das jetzt auch wirklich funktioniert hat. Das werden wir gleich sehen. Okay, einen Moment noch. Noch ist das am Laden. Ich hoffe, es funktioniert.
bekommen? Ja, es hat funktioniert. Wunderbar. Hier ist jetzt mein Kommentarfeld. Und wenn ich jetzt hier einen Kommentar schreibe, dann erscheint der auf meiner Pinnwand und auf der Pinnwand meiner Freunde. Und das Ganze ist hier noch in Englisch. Da werde ich mich gleich nochmal mit beschäftigen, wie ich das eingedeutscht bekomme. Das teile ich euch dann gleich noch mit. Aber ihr seht, es funktioniert. Ich schreibe jetzt mal. Und poste das, um dann zu gucken, ob das auch wirklich bei mir ankommt. Jetzt steht hier unten, dass ich das getestet habe. Ich habe also mein eigenes Video kommentiert und schaue jetzt auf meine Pinnwand, aktualisiere und es ist hier auf meiner Pinnwand, aber was das Wichtigste daran ist, es ist auch auf der Pinnwand meiner Freunde. Und das ist das Geniale an diesem Plugin. Damit verbinde ich meine Kommentare mit Facebook, sofern halt die Menschen, die bei mir kommentieren, auch einen Facebook-Account haben. Sonst funktioniert das leider nicht, sonst kommen die Kommentare ganz normal in den Blog. Ja, das war's von mir zu diesem Plugin. Ich unterbreche jetzt nochmal kurz und schaue, ob ich die Lösung finde für das Eindeutschen. Melde mich gleich nochmal. So, noch ein kurzer Nachtrag, wie man das Ganze in Deutsch hinbekommt. Und zwar dieses Skript, das Skript wird immer in englischer Sprache generiert. Und wenn ich jetzt aber möchte, dass mein Text in Deutsch erscheint, muss ich nur Folgendes in diesem Skript ändern. Das ist jetzt auch nicht so schwer. Und zwar zeige ich das jetzt direkt hier. Und zwar stand hier, Moment, ich zeige das nochmal an diesen. Hier in dieser Zeile Connect Facebook.net und dann stand hier ENUS. Das heißt englische Sprache US Amerika. Und das ersetze ich jetzt mit D, also klein DE und groß DE. Das sind die Bezeichnungen für deutsche Sprache und Deutschland. Und das habe ich jetzt hier in meinem Blog gemacht. Ich habe hier ein kleines DE eingefügt und ein großes DE, da wo das US stand. Und dann passiert Folgendes. Dann steht hier angemeldet als, auf Deutsch übersetzt, zeige deinen Freunden, dass dir das gefällt, auf Deutsch übersetzt, gefällt mir, Kommentar in meinem Facebook-Profil anzeigen, alles in Deutsch. Und das ist super, wie ich finde. Und ja, so wird's gemacht. So bekommt man die Facebook-Kommentare auf seine Webseite oder seinen Blog. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Tschüss, auf Wiedersehen, bis bald.